Hallo bei Nerdvermedizin. Endlich mal wieder von der altbekannten Couch bei mir zu Hause. Zu Gast ist heute die Silja Wurm. Die ist Notfallsanitäterin bei den Johannitern in Nürnberg, wo ich ja auch selber als Notarzt lange gefahren bin, jetzt leider ausgeschieden bin aus der Gruppe und sehr traurig bin. Aber es geht um Silja. Silja ist nicht nur im Regelrettungsdienst eingesetzt, sondern auch auf dem Baby-Notarztwagen, der ja so ein ganz besonderes Einsatzmittel ist. Und da hat man häufiger Kontakt mit kleineren Menschen, habe ich gehört. Ganz genau. Und wir haben ja, oder ganz viele haben immer gefragt, wann kommt eigentlich Geburtshilfe Teil 3 und wann machen wir das Ganze? Und Teil 1 und Teil 2 habe ich ja mit meiner Frau gemacht. Und jetzt geht es ja so ein bisschen um das Kind ist da, dem geht es schlecht. Man muss irgendwie weitermachen. Das heißt, wir haben uns gedacht, ich hole mir die Silja als Expertin dazu. Die hat nämlich tolle Konzepte, wie man im RTW so eine Sache sicher schaukelt. Silja, wenn du hörst, eine Geburt ist im Gange und das Kind kommt höchstwahrscheinlich da jetzt raus, was bereitest du vor und wo siehst du besonders wichtige Punkte, auf die man achten sollte, wenn man das jetzt nicht so im Alltag gewohnt ist? Ja, also grundsätzlich können wir mit allem Equipment, was wir auch im Rettungswagen haben, uns einen schönen Versorgungsplatz vorbereiten, wenn wir im Idealfall natürlich die Zeit haben, bevor das Kind kommt, da auch ein bisschen uns was zusammenzustellen. Allererster wichtiger Punkt, egal ob das jetzt noch in der Wohnung ist, dass das Kind kommt oder ob die Entscheidung zum Transport der Mutter schon mal gefallen ist und wir schon im Rettungswagen sind und das Ganze sich dann doch ein bisschen anders darstellt. Allererster wichtiger Punkt, Wärmeerhalt. Im Rettungswagen logischerweise Türen zu, Fenster zu, auch die kleinen Schiebefenster zu und ordentlich einheizen. In der Wohnung gilt aber genau das Gleiche. Alle Türen, alle Fenster in der ganzen Wohnung zu, ordentlich die Heizung aufdrehen, irgendwie für Wärme sorgen. Wenn uns warm genug ist, heißt das halt leider lange noch nicht, dass einem Neugeborenen warm genug ist. Also da muss schon ordentlich Temperatur im Raum sein und vor allem keine Zugluft, die wäre jetzt in dem Fall Gift. Was wir uns dann als nächstes suchen, ist ein ordentlicher Platz, an dem wir gut arbeiten können. Der Platz sollte im Idealfall von mindestens 3 Seiten, noch besser natürlich 4 Seiten, zugänglich sein. Anbieten tun sich dafür ein Wickeltisch, der in der Regel, wenn das Kind zum Termin ungefähr kommt, der auch schon vorhanden ist in der Wohnung, vielleicht sogar eine Wärmelampe hat. So, der würde sich anbieten, im Zweifelsfall auch einfach der Esstisch. Was wir ungern sehen oder was wir nicht machen, ist, dass wir am Boden was vorbereiten. Da hat man eigentlich ja immer Zugluft, also so luftig kann man die Wohnung gar nicht abschließen. Wir versuchen uns da immer auf einem Tisch einen schönen Platz vorzubereiten. Okay, das klingt gut. Jetzt habe ich mir schon mal den Platz ausgewählt. Was für Equipment brauche ich denn aus meinem RTW? Was sollte ich auf jeden Fall dabei haben? Also das der Kinderkoffer mitgeht zusätzlich zum normalen Material, ist, denke ich, bei der Meldung drohende Geburt, beginnende Geburt, wie auch immer da genau das Schlagwort ist, schon mal klar. Zusätzlich müssen wir uns jetzt noch ein bisschen die Haushaltswaren, die in der Wohnung schon vorhanden sind, dazu holen. Und das heißt Handtücher, und zwar ordentlich. Ordentlich viele Handtücher. Und die sollten im Idealfall auch ein bisschen vorgewärmt werden. Das Ganze geht ganz gut in der Mikrowelle tatsächlich. Wichtig natürlich dabei bleiben, dass man nicht ein zweites Einsatzszenario hervorruft. Wie lange die drin bleiben sollten, das ist tatsächlich von Mikrowelle zu Mikrowelle unterschiedlich. Aber das geht ganz gut. Eine halbe Minute, eine Minute, je nach Wattzahl, die ordentlich schön vorzuwärmen. Das ist auch eine tolle Aufgabe für den werdenden Papa. Ich glaube, werdende Papas haben gerne ein bisschen was zu tun. Ja, ging mir zumindest auch so. Kann man da einen schönen Auftrag verteilen. Also Handtücher oder, wenn wir uns im RTW bedienen müssen, Laken auf jeden Fall und zwar eine ganze Menge. Das ist so der allererste Punkt. Was brauchen wir ansonsten noch? Also ein Handtuch oder schon mehrere im Stapel im Idealfall legen wir dann schon so bereit auf unserem Versorgungsplatz und mehrere warme dann eben bereit oder schicken schon jemanden zum Vorbereiten. Ansonsten haben wir vorhanden ein Stethoskop, so als allererstes Untersuchungshilfsmittel. Relativ klassisch. Ansonsten als zweites Hilfsmittel zum Monitoring dann ein Pulsoxy. Gerne natürlich auch irgendwie ein EKG oder ein Überwachungsmonitor. Da natürlich daran denken, dass man den Neosensor, den man so um die Hand wickeln kann, schon mal bereit hat.
Jetzt kann ich mich noch grob daran erinnern, Neugeborene haben ja irgendwie so ein bisschen noch einen anderen Kreislauf. Ne? Wo klebe ich das Ding hin? Also diesen Sensor, ne? Das ist ja dieses Pflasterband, was du meinst, ne? Dieses Genau. runde. Und ist das egal? Fuß, rechts, links, Hand, Ohrläppchen, wie bei den Erwachsenen vielleicht. Wie siehst du das? Hast du da einen Tipp? Ja, viele Möglichkeiten an so einem kleinen Menschen, aber wir würden tatsächlich im Idealfall die rechte Hand bevorzugen. Und zwar ist es, hat es einfach den Grund, dass da die präduktale Sättigung abgeleitet werden kann. Wenn wir uns den fetalen Kreislauf anschauen, da muss ich ja noch so das ein oder andere umstellen. Und wir hätten eben gerne die Sättigung vor dem Duktus, also präduktal rechts, die wir ableiten. Das kann man sich, denke ich, ganz gut so merken an der rechten Hand des Kindes. Vor allem kann man es in der Vorbereitung auch schon direkt so hinbauen, dass man gar nicht mehr unbedingt dran denken muss. Dann, wenn das Gerät rechts liegt, baut man es rechts dran, ne, und hat dann direkt diesen Pitfall schon mal umgangen, oder? Genau, das ist natürlich ein super Trick, um sich selbst da dann im Stress zu helfen. Genau. Was legen wir ansonsten noch bereit? Früher war es oder in manchen RTWs schwebt immer noch so der Orosauger rum als so ein historisches Medizinmittel. Eigentlich brauchen wir den gar nicht. Ich glaube, jeder von uns hatte auch so ein bisschen Skrupel gehabt. Also ich war jetzt nicht meine Wunschvorstellung, den jemals anzuwenden. Tatsächlich ist es auch gar nicht notwendig. Wir können unsere ganz normale Absaugpumpe, die eigentlich auf jedem Rettungswagen elektrisch, manche haben sogar noch eine Handabsauge, können wir verwenden. Die elektrische Absaugung kann man mit einem Sog von bis zu minus 150 mm Quecksilbersäule, also steht häufig in minus 0,1, minus 0,15 drauf, kann man die verwenden. Also in einem relativ niedrigen Sog die elektrische Absaugpumpe verwenden, kein Problem, wenn man sie denn braucht. Ich glaube, den Einsatz des Orosaugers lernt man, also habe ich erst als Vater gelernt, als ich die Nasen meiner Töchter wieder und wieder abgesaugt habe und viel Ekel dann überwunden habe und jetzt abgelegt habe. Aber das ist ja ein super Hinweis, wir können das elektrische Gerät verwenden. Und ich glaube, alle haben das Gerät da vor Augen, was auf den meisten Mitteln ist, was man ja auch wunderbar vom Drucker einstellen kann. Genau. Ohne eine Marke zu nennen. Genau. Ja, was müssen wir uns jetzt noch so bereitlegen an unserem Versorgungsplatz? Ein Kollege nennt das auch ganz liebevoll das Strolchennest, finde ich einen schönen Begriff. Bereitlegen können wir uns dabei noch den Sauerstoff auf jeden Fall natürlich, irgendwie in welcher Form auch immer wir den Sauerstoff eben dabei haben. Wichtig, der muss aber nicht gleich angeschlossen werden an das nächste, was wir bereitlegen, nämlich den Ambubeutel. Und zwar natürlich nicht den für Erwachsene, sondern im Kinderkoffer sollte der für Kinder vorgehalten sein. Der fasst so etwa 500 Milliliter. Am besten gleich noch ein Piepventil aufdrehen, aufstecken, je nachdem, was uns einfach dann später in der Versorgung gut hilft. Das Blöde ist ja immer, bei Maskenbeatmung das Ding auch wirklich dicht zu bekommen, dass der Piep auch drin bleibt, aber Genau. anderes Thema. Aber würde dem Neugeborenen auf jeden Fall weiterhelfen und wäre gut, wenn wir es schon drauf gemacht haben. Und wenn wir sagen, wir haben einen Piep, also einen Minimaldruck, Überdruck ist ja auch schädlich, das sollte ja eigentlich, gehst du wahrscheinlich mit mir d'accord, überall mit dabei sein bei den Kinderambubeuteln, dass die ein Überdruckventil haben. Ne? Genau. Haben sie in der Regel, muss man aber ein bisschen aufpassen. Die haben so einen kleinen Bügel, mit dem man die auch verschließen kann für spezielle Fälle. Normalerweise blasen die so ab 40 ab. Aber wenn man diesen Bügel aus Versehen verschlossen hat, dann blasen die eben nicht ab und man kann extrem hohe Drücke erreichen. Also da ein bisschen aufpassen, dass dieser Bügel nicht versehentlich umgelegt ist und das Überdruckventil verschließt. Okay, jetzt haben wir ja schon einige Sachen mitgebracht. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Für die Diagnostik hast du gesagt, erstmal Stethoskop und auf die rechte Seite gelegtes Pulsoximeter, optimalerweise an der rechten Hand irgendwo befestigt. Dann haben wir gesagt, ganz, ganz wichtig, Wärmeerhalt, also Fenster, Türen schließen, Raum vorwärmen. Dein Tipp mit den Handtüchern in der Mikrowelle, den fand ich super. Das werde ich später mal ausprobieren, wie das funktioniert. Bei unserer Mikrowelle Absaugpumpe bereitlegen, auch ruhig die elektrische. Haben wir jetzt noch ein paar Sachen vergessen? Jetzt wäre für mich die Frage, ich weiß zum Beispiel im Kreissaal, da war das erste, was meine Tochter bekommen hat, ein gehäkeltes
Mützchen. Das macht da immer irgendeine Hebamme, häkelt immer, und das fanden wir ganz süß, haben wir immer noch. Passt vermutlich nicht habt mehr. ihr sowas in Baby-NRW zufällig? Wir haben es tatsächlich dabei. Ich bin auch absolut großer Mützchen-Fan. Es schaut nicht nur total süß aus, sondern natürlich über den Kopf geht auch echt viel Wärme verloren. Man darf jetzt aber die Wirkung eines Mützchens natürlich auch nicht überschätzen. Es ist trotzdem Stoffmützchen. Die Babys kommen normalerweise relativ feucht zur Welt. Das Stoffmützchen könnte auch feucht sein. Also da Vorsicht, das nicht überschätzen. Trotzdem natürlich, wenn man es bereit liegen hat, aufsetzen. Ein bisschen was hilft sicherlich. Ansonsten trotzdem in den Handtüchern schön einpacken und dadurch auch über den Kopf natürlich noch mal ein bisschen was in das Handtuch schlagen, dass das da wirklich schön eingemummelt ist. Okay, dann haben wir jetzt eigentlich eine ganze Menge spannende Sachen gelernt. Und ich glaube, Silja, du hast ja auch, wir haben im Summercamp, muss man an die Zuschauer kurz sagen, im Summercamp hat Silja einen tollen Vortrag dazu gehalten. Deswegen habe ich gesagt, Silja, wir müssen das nochmal in Nürnberg abdrehen. Und wir haben eine Grafik, die wurde jetzt auch schon die ganze Zeit eingeblendet. Die werden wir auch als PDF auf die Webseite stellen. Und mein Ratschlag wäre an jeden von euch, der so wie ich ganz selten Kontakt hat mit ganz, ganz kleinen Menschen, das Ding einfach auszudrucken, einlaminieren, legt es in den Kinderkoffer, holt es raus, und dann wisst ihr, wenn der Fall mal kommt, was muss man vorbereiten. Und Vorbereitung ist die halbe Miete, das weiß jeder, der im Rettungsdienst ist. Das wäre natürlich super, wenn das so läuft. Wäre ich total begeistert, das zu sehen aus. Silja, vielen, vielen Dank, dass du mir Rede und Antwort stehst. Ich würde sagen, mit dem Versorgungsplatz haben wir jetzt schon eine gute Vorbereitung getroffen. Darüber wollen wir es nicht belassen, sondern im nächsten Teil kann man, glaube ich, als Sneak Preview sagen, geht es dann so ein bisschen darum, was machen wir, wenn das Kind nicht rosig ist, sondern eher schlaff und Genau. schlecht. Vielen Dank. Sehr gerne.